Moin und herzlich willkommen wieder bei Strategy Command One Hero. Mehr Spieler gegen Duke mit der letzte Zug hat wehgetan mit den ganzen kaputten Panzern. Und immerhin hat er da drüben jetzt auch Schlamm und Regen. War doch fast klar, dass da einer steht, oder? Aber nein, ach nein, warte, stimmt. Ich habe das Korps in der Stadt gelassen für genau solche Fälle. Ich war gerade so irritiert, dass das nicht angezeigt wurde. Genau, der war da. Alles in Ordnung. Nur so, dass sie den Panzer da jetzt platt schießen. War kurz noch verloren gegangen, das wäre ja total Katastrophe gewesen. Aber jetzt geht's noch. Aber einen Faddy da runterzubringen, das muss er echt eine Weile vorbereitet haben. Blöde Zwei-Sterne-Schiff, das ist der, der immer Schaden macht. Die anderen. Ja, nicht so. Okay, das muss mich immer noch beruhigen. Ich. Der Fall, die kommt durch und dann ist richtig Stress da unten. Aber er ist nicht durchgekommen. Und der vierte, also er ist dabei auch direkt kaputt gegangen, während die U-Boote ihren Job weitermachen. Da steht einer im Hafen, das müssten hier eigentlich eher zurückgehen. So viele feindliche Panzer, ehrlich gesagt. Die will man jetzt nicht ungünstig zu einem falschen Moment treffen. Wegen einer Haku, ja, das war ja auch noch letztes Mal der Fehlklick, da noch einen Haku zu kaufen. Aber gut, wir könnten weiter lustig auf den gehen. Kassieren von denen hier drüben aber langsam den einen oder anderen Treffer. Bräuchten einfach mehr Schlagkraft. Der wird das durch den Sumpf jetzt auch nicht mehr so richtig klären können. Ah, 1-1. Außer natürlich, der zieht sich zurück. Worauf ich so ein bisschen hoffe. Aber nicht passiert. Und jetzt müsste man die Erde demnächst schon heilen. Die Armee wird das wohl überleben, oder? Ich meine, die greifen auch nur aus dem Sumpf an. Falls fitter machen, dann steht hier bald auch schon eine Menge Zeug rum, ohne was zu erreichen. Aber aufgrund der falschen Mega, vielleicht wäre es ja doch nicht verkehrt, da einen reinzustellen. Nur so für den Fall. Und die brauchen irgendwo Schlagkraft. Könnte natürlich angeflogen kommen. Sagen, den kriegt ihr auch. Dann mal, weil der in die Richtung geflogen ist. Hier steht da noch rum. Hätten wir dann auch noch, ich will die mal alle wieder in Fit sehen. Wird dann an manchen Stellen wirklich eng, das ich brauchen könnten. Der war auch schon losgeflogen. Könnte eigentlich hier unten helfen, springen wir da gleich hin. Da müsste noch eine Garnison, dann wäre der Reiter frei. Die russische Befreiungsarmee darf mal was tun. So, du musst dahin. Dann. Das abgesichert und ich würde diesen Zwischenbereich auch gerne anmalen. Das hat er, glaube ich, noch eine Garnison mal drin gehabt, die aber auch sich jetzt aufgelöst hatte. Doch gleich solide aus. Oder solltest du doch da stehen um den Fluss? Einfach nur hier ein bisschen angemalt haben und mehr wissen. Ja, dann kommen wir gleich zur Problemfront hier drüben. Er geht mit Panzern ran und ja, das ist schwierig im Moment. Und du läufst da hinten noch ein bisschen lang und malst die Welt an.
Frage, ob er da eine Flak hinter hat oder man da auf Verdacht mal einen Panzer so schwächen kann, aber die sind natürlich teuer. Mit sowas Teurem nur auf Verdacht zu arbeiten, ist nicht das Wahre. Sumpf. Tja, er hat keine Artie und keine große Luftwaffe. Aber das hilft stark gegen Panzer. Mit 4. Also wenn man hier weiter zurückgeht, könnte man sich vielleicht auch im Sumpf es ein bisschen bequemer machen, aber den Ort, der geht schon so oft hin und her und jetzt wird auch mal eine 10er Versorgung geben. Aber die können das hier gerade kaum halten. Das ist das Problem. Also wir müssen dich fit machen. Frage, ob der Fadi wirklich da vorne stehen bleiben soll, den könnten wir auch für schönere Sachen gebrauchen. Wir könnten einen Chor reinschieben. Und falls man die Flieger eh nicht nutzt, würde ich doch den Fadi lieber einen nach hinten bringen. Die haben mich, man hat natürlich auch ein bisschen Dings Verteidigung gegen Panzer durch die Stadt. 3 immerhin. Oder wir tauschen euch beide durch. Das ist heikel. Die Armee sollte auch lieber darüber kommen. Und irgendeine Form von Verstärkung, wenn man die irgendwie auftreibt. Gut, oder wir tauschen euch beide durch. Dich fit. Unsere Panzer, da verschwindet schon wieder das ganze Geld. So, könnte er dann, wir haben eine Kontrollzone. Nehmen wir an, er bricht die. 1, 2, 3, 4, 5. Könnte da ganz schön runterziehen. Wäre ein Argument, den einen nach hinten zu setzen. Hier übers offene Gelände. 1, 2, 3. Gehen wir an die Panzer ran, wäre auch nicht so ganz gesund. Dann nun mal da rein, mal die Karte an und du stellst sie vielleicht noch dahin, um so ein bisschen das zu sichern. Dann sollte das für den Moment klappen. So, und wir brauchen nur einen Ticken mehr an Einheiten, dann haben wir sogar Luftwaffe, um mal auf die Panzer irgendwann zurückzuhauen. Ihr haltet den Laden zusammen. Das Chor steht da immer noch. Es steht. So, dann müssten wir hier jetzt gegenhauen und den da schnell loswerden. Komm, haben nur leider ein 1-0 gegen sich, aber mit etwas Glück kommt ihr geht darauf. Ja, der wird da sogar Schaden machen. Sonst gehst du da erstmal rauf. Hat unser Panzer schon 3. Ein bisschen Glück reicht das, als er sich zurückzieht und die Armee noch nachkommt oder sowas. Kein Retreat. So, den Hafen blockieren kann da auch ein anderer. Ist, glaube ich, auch notfalls in den Ort oder solche Scherze. 3, du hättest jetzt auch einen. Jetzt ist ein bisschen die Frage, wie viel die Armee reißt. Packt es schon sehr gut. So. Gut, bis die Bahn wieder hier runter funktioniert, dauert das einen Moment. Aber die Orte werden hier schon höher gehen, weil wir jetzt wieder die Grenze haben. Und du blockierst auch nebenbei den Industrietypen da drüben. Das heißt, du kannst schon wieder südlicher fahren. Könntest du auf den hauen? Vielleicht, wenn der Panzer da mitmacht. Okay, dann könntest du direkt den Ort holen. Dann haben wir es hier immer etwas ruhiger. Sehr schön. Fühlt sich doch hier unten an, als ob wir mal gut gegengeschlagen hätten.
Aber vielleicht muss das Korps trotzdem mal ausrücken, um mir die Frontbreite, also die Zahl der Einheiten zu erhöhen. Ein Flieger kann hier nach Baku einrücken. Oder den hier ganz rausschicken, dass ihr den Ort runter belagert oder euch hier irgendwie mal rumwühlt. Und dann geh du da mal mit in die Offensive, jetzt wo das da mal geöffnet ist. Ja, ich meine, der steht notfalls in Ort, im Ort, dort da hinhauen. Aber Baku nicht leer stehen lassen. So. Das hört sich doch hier mal nach schönem Gegenschlag an. Springen wir nach Italien. Echt mal daran, bevor hier alles passiert, diesen Jäger zu unterstellen. Zum Beispiel das Korps da hinten können wir draußen lassen. Wir könnten die Armee noch mit aufnehmen. Okay, die da vorne brauchen wir nicht zu dringend, aber wenn wir den jetzt haben, können wir sogar ein bisschen Aufklärung betreiben, bevor es hier losgeht. Wie weit kämst du? Damit man auch mal sieht, wo man da eigentlich so reinschlägt. Immer ganz nett, das vorher zu wissen. Wir könnten den alle wissen. Ach komm, da kann das Chor gucken. So, wie gesagt, da könnte einer sein. Du bist eh nicht unterstellt, du bist jetzt nur mal zum Gucken. Da ist leer. Steht hier schon auf dem Hafen. Die wollen wahrscheinlich evakuieren. Der Fadi, der hat ja letztes Mal was abbekommen. Der kann auch nicht zu stark sein. Aber mit wem wollen wir denn nachsetzen? Kommt halt nur so gerade eben ran. Ja, man käme nur so gerade eben ran mit dem einen. Der Schrott, der kann da nicht viel machen. Können da nicht viel machen. Also in dem Fall, die sollten wir auf jeden Fall nachsetzen. Aber bei dem, man wird wohl kaum verhindern können, dass er evakuiert wird, außer er steht jetzt auf klarem Territorium. Und ziemlich unverschanzt. Wir könnten halt den Panzer rauffetzen und hoffen, dass der irgendwie die Zahlen zusammenkratzt, die er braucht. Aber wir könnten, na gut, der könnte da, ne, die haben ja Kontrollzonen. Es gibt halt keine Hilfe. Und wenn wir den nicht klein kriegen, dann könnte es unserem Panzer aber echt an den Kragen gehen. Deswegen schauen wir doch mal in die andere Richtung. Also der Fadi war geschwächt vom letzten Mal. Ich glaube, den könnten wir auch hier mit einer kleineren Einheit nachsetzen. Andererseits, der könnte im Zweifel weiterfahren, wenn der Fall fällt. Okay, da haben wir noch einen US-Panzer und einen Bomber. Ich würde natürlich gerne den Bomber loswerden, aber dafür würde dann der Panzer den zerlegen. Aber der hier ist vielleicht noch verschmerzbarer. Stehen die denn so technologisch? R2, Langstrecke 3. Der war sogar unterversorgt. Umso besser. Da seid ihr wahrscheinlich. Ja, die haben auch. Okay, die hätten auch schon 4. Es haben schon 4. Okay, da muss man aufpassen. Der wird den ziemlich sicher zerlegen. Aber wir haben immerhin einen Bomber. Ich finde, also wenn wir den versorgt wiederkriegen und dafür der Bomber unversorgt weg ist, das passt schon. Ja, da reinrasseln, also ich würde es ja schon gerne, aber
Es kommen halt nie so viele fitte und gesunde Einheiten schon hinterher, wie schön wäre. Dann werden die wahrscheinlich einfach evakuieren. Aber es gibt ja noch genügend andere Probleme, die man angehen muss. Also würde ich sagen, rücken wir nur vor. Hier haben wir eine Ortschaft und einen Hügel. Da auch ein paar Hügel, die wären ganz nett zu erobern. Und dann ja auch erstmal zur Verteidigung ganz ordentlich funktionieren. Die müssten definitiv geheilt werden. Vielleicht können wir die noch nach vorne durchtauschen. Dass die zumindest ein Feld nachrücken können. Okay, das Koch hier zum Beispiel könnte den Panzer in den Ort reintauschen, wenn wir die Versorgung irgendwie hinbekommen. Wobei die Orte hier hinten steigen alle an. Ich glaube, das passt schon, wenn einer hier rum Vollgas gibt. Und einen auf Doppel-HQ macht. Dass ich denke mal diese Flak hier mitnimmt. Und dann könntest du da nun den durchtauschen lassen. Dann Hakus, ja, du könntest da rein. Oder du hättest da auch immer noch eine 8. Okay, wir müssen natürlich aufpassen, dass der hier vorne am Ende nicht unterversorgt ist. Nur so für den Fall. 7, 6, 5. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Das wird gar nicht reichen. 10, 9, 8, 7, 6, das wird reichen. Wenn wir das Akku da reinstellen. Gut, dann kannst du, glaube ich, hier hin. Den einen nach vorne tauschen. Tja, und für den wird's eng. Okay, du, mir müsste natürlich auch irgendwie geheilt werden. Aber ich hätte gerne den schweren Panzer näher ran, dass der hauen kann. Der wäre mir dann auch wichtiger als der Panzergrenadier. So, dann haben wir hier wieder drei einsatzfähige Panzer. Da drüben auch noch einer. Wir könnten versuchen, den Gegner immer weiter aus Italien rauszudrängen. Du musstest jetzt hier hin, wenn ich es richtig gezählt habe. Gibt ihm eine 5, aber du kannst inzwischen hier auch nachrücken. So, und wer kann und sollte dann noch wie wohin? Müssen natürlich auch hier durch Flak geschützt werden und die Einheiten müssen sowieso nach vorne. Die Artillerie auf den Hügel packen, aber ich glaube, das wird trotzdem ungesund für die. Oder ein Chor und sehen, was passiert. Und die Flak könntest du mitnehmen. Die Arti zur Not. Waldmarsch. Der kriegt da kein anderes tolles Feld mehr. So, jetzt rückt hinterher, aber halbwegs, falls er doch noch irgendwie einen Fallschirmjäger hat, muss man aufpassen. Die Frage, ob man ein Landungsboot riskieren kann. Falls sich hier in der Seite doch nochmal Gelegenheiten ergeben oder man einfach den Angriff dann mehr hat. Aber dafür bräuchten wir da auch ein bisschen mehr Aufklärung. Wobei der Marinebomber kann sehr gut aufklären. Gut, und ein Falli, zwar obwohl ohne Ausrüstung. 3, 4, 6, 7. Ja gut, der hätte hier noch so reinspringen können. Ist ganz wertig. Und die Frage, ob nicht vielleicht irgendeine andere Front den Falli haben will. Wobei nach Baku kommen wir gerade nicht. Vor Pensa ist großer Rückzug. Und der Rest?
Auch nur so lala. Für die Armee würde ich, denke ich, in den Osten. Okay, stimmt. Jetzt haben wir ja gerade die durchgehende Bahn. Du gehst mal dahin. Schon mal zur weiteren Unterstützung und Stabilisierung der Truppe. Du fliegst hier auch an. Ich habe jetzt keine Lust, deine Verlegung zu bezahlen, wenn der schon halb auf dem Weg ist. Dann haben die noch einen leichten Panzermangel, aber der Rest stimmt. So, der Fadi, ach, der könnte ja auch demnächst per Bahn nachrücken. Naja, gut, relativ demnächst. Gerne erstmal die Upgrades verpassen. Der bräuchte eigentlich auch erstmal Upgrades, bevor er irgendwas macht. Den müssten wir heilen und da ist das Geld weg, aber dann hätten wir wieder den einen oder anderen Jäger. Hier kommt ran. Beschützt hier mit die Gegend. Aber ich weiß nicht, ob er noch so einen lustigen alliierten Fallschirmjäger da hinten irgendwo drin hat, der uns am Ende noch zu viel Stress macht. Aber selbst, wobei die amerikanischen haben wir jetzt zerschlagen, es könnte natürlich ein britischer hier irgendwo noch im Schatten lauern. Gut, gucken wir mal. Der wird vielleicht den kaputt schlagen und die alle zusammen könnten. Aber wir haben ja dann direkt neue Panzer, die nachsetzen können. Also das sollte hinhauen. Jetzt nur noch ran und halt die Frage mit der Spezialeinheit. Vom Boot aus könnte man halt mal den entscheidenden Angriff haben. Aber wir haben andererseits auch nur Stufe, nicht die beste Stufe dafür gerade. Oder du kriegst auch erstmal dein Zeug. Und wir schauen uns das später nochmal an. Aber das, das ist noch unschön und das funktioniert nicht so richtig. Aber der Süden ist erstmal wieder reparierter und in Italien geht's vorwärts. So, du solltest hier ganz raus. Auf Dauer muss noch nach Kuh hin, aber dass hier so ein bisschen die Küste flugtechnisch geschützt wird. Die Uhr arbeitet noch, falls man es braucht. Störer. Ein klein wenig glücklos. Bin ich jetzt wieder auf der anderen Route. Brauchen noch Hilfe. Also, ihr habt einen Flieger. Okay, die anderen sind eh noch nicht bereit wegen Heilung und Upgrade. Du stehst jetzt ein bisschen im Nirgendwo. Natürlich noch anschieben. Also ein bisschen Versorgung plus für die da oben wäre ja nicht schlecht. Steht er da allerdings sicher? Na, wir haben hier ein bisschen Kontrollzone und er muss ein bisschen ranfahren. Jetzt die riskante Option, den da hinzustellen. Damit wäre die Versorgung besser und ich meine, wir haben jetzt erstmal wieder ein bisschen mehr Zeug hier. Gut, die russische Befreiungsarmee steht noch bei Minsk rum. Da würde ein Korps jetzt auch nicht den Riesenunterschied machen. Auch nicht unbedingt. Und wir könnten den noch nach Saratow schicken, da brauchen wir ihn vielleicht gerade mit am dringendsten. Irgendwann müsste man noch Astrakhan einnehmen. Ich bin sehr froh, dass ihr das wieder geklärt habt, auch wenn die Bahn noch ein paar Runden braucht, bis sie wieder funktioniert. Und dann könnt ihr euch bald auch endlich um die anderen kleinen Orte hier und einfach die Umgebung kümmern. Dann hätten wir noch eine zweite Bahn hier rum. Dann hoffentlich nicht zu viel machen und dann sollte das laufen. Ihr macht weiter da. Das heißt, wir sind bei den Schiffen. Haben wir denn versorgungstechnisch einer runter auf 5? Weil da waren jetzt ein paar auf 6, das müsste man sehen bei dem Rumtauschen demnächst. Die kriegen alle auch schon schön Erfahrung. Das heißt, selbst wenn er irgendwann die U-Boot jagt und besser hat, wird es für ihn trotzdem hier und da kompliziert. Gegen die vorzugehen. Ihr macht euren Job, da hinten ist keiner drin. Du könntest aber mal in die Werft zurück.
So, und dann trefft ihr euch mit zwei U-Booten als Eskorte hier hinten lang zu fahren und hier mal Stress zu machen. Mach mal den Ring um den Träger fertig und der andere guckt sich so einfach ein bisschen um. Na gut, mit Kreuzen wäre man schneller da. Was da am Überlegen? Sollten die Azoren übernehmen? Wir kommen natürlich nicht gut dran an Portugal. Oder sollte uns Portugal egal sein mit seinen paar Einheiten? Dass wir einfach nur ein Landungsboot ausrüsten, um die Azoren zu erobern, als Seebasis hier vorne. Da unten noch ein Hafen von Spanien. Klingt so faszinierend, die Grundidee. Dass ich fast geneigt bin, das mal zu versuchen, aber ich. Na gut, hier. Haben wir noch ein sehr schwaches Chor, der natürlich aufpasst auf irgendwas. Der deckt zum Beispiel nur eine Doppelindustrie. Den können wir aber auch gar nicht verlegen. Garnison kann nicht auf ein Landungsboot. Okay, wir könnten uns den dadurch schnappen. Hinten auf dem Langschiff. Das U-Boot kann den ja eskortieren. Dann die Azoren einnehmen als vorgelagerte Marinebasis. Ich glaube, da erscheint keiner drin, oder? Sonst würde ich mir eine Menge Quatsch damit anstellen. Eigentlich müsste man Madeira nebenbei auch noch besetzen. Aber von hier in die Staaten ein, zweimal kreuzen und man wäre da. Es ist irgendwie kritisch, wenn er Portugal kriegen würde. Ja, wobei, nee, da war irgendein Event, glaube ich, auch das 43 triggert. Das, glaube ich, die Inseln vielleicht an die Alliierten verschiebt. Ein, zwei Schiffe und ein paar Einheiten und hatte halt hier noch einen Hafen, aber Gibraltar ist eh vergleichsweise nah. Jetzt gegen Spanien vorgehen möchte, glaube ich, nicht. Andererseits, wenn er all sein Zeug dann hier schon anlanden kann, dann wäre es nicht weit nach Madrid. Habe ich deren einzige Hauptstadt? Würde das noch eine sekundäre Versorgung? Und wenn er dann die ganzen amerikanischen strategischen Bomben hat und die Bahn kaputt schießt, dann könnte er am Ende in zwei Zügen Spanien erobern und könnte nicht viel machen, außer blöd zuzugucken. Daher vielleicht doch nicht, also lassen wir es mal so stehen. Für den Moment. So, was haben wir noch neu? Ein HQ. Ja, weil du da drüben eh nichts in Reichweite hast, stelle ich erstmal hier hin, wo auch immer der hin muss, der würde ja per Bahn anreisen. So, was haben wir noch? Genügend gefallenes Zeug. Ja, Panzerabwehr ist fertig, aber es ist gerade geldtechnisch schwierig. Und 14. Ah, die sind so günstig. Ohne Mobilität kriegen wir sogar noch zwei Stück von denen. Ein bisschen Speed haben die, ja. Die wären gerade auch hilfreich, um die feindlichen Panzer zu bekämpfen. Produktion läuft weiter. Okay. Wird schon hoffentlich werden. Kritischen Sachen hier drüben, aber ich denke, wir stehen hier jetzt erstmal wieder stabil genug.
Dass man vielleicht schon noch hier und da verliert, aber Einheiten und so Zeug. Aber dass ihr erstmal standhaltet. Ich bin immer noch froh, da das Korps stehen zu lassen, das jetzt da draußen ist, dass der Fadi abgedrängt wurde. Er hätte da ansonsten so richtig Stress gemacht. Na gut, ich denke, wir können den Zug beenden. Weiter entwickelter Panzer. Sehr schön. Jetzt, wo wir gesehen haben, dass die Amis auch schon Tech 4 haben, schnell mal weitermachen. Der zu schnell weggeklickt. Ja, dann an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Guckt bei Dudeman rein und bis zur nächsten Folge. Bis denn.